Komm, dreh mal noch mal ein bisschen durch hier. Herzlich willkommen zu einem brandneuen Send-Vlog, Send-Herbst-Vlog. Ja, willkommen. Home-Kirmes, Send, dritte Mal für uns in diesem Jahr. Wir freuen uns sehr, weil Herbst-Send ist der beste Send von allen dreien. Geht 9 Tage der Spaß, heute 21. Oktober geht's los, 14 Uhr. Wir sind Punkt 14 Uhr hier, sogar ein bisschen früher. Und ich blende euch hier mal die Öffnungszeiten ein. Ich glaube, am Sonntag geht es immer um 11 Uhr los. Und abends ist auch variabel, 23 Uhr mal 24 Uhr. Ja, auf jeden Fall, am Mittwoch ist Studi-Night, am Donnerstag ist Familientag, ist wieder einiges geboten hier. Am Montag ist Stadtwerke, Twin-Tag. Oh, da kann ich nicht mehr mitmachen. Ich hatte mal eine Karte. Da gab es immer 2 Tickets zum Preis von einem Ticket. Ja, jetzt arbeite ich nicht mehr in Münster. Ja, wir zeigen euch wieder alle Fahrgeschäfte mit Preisen. Und Mareike möchte gerne was essen. Natürlich, moi. Du willst doch auch was essen. Ich hoffe ja. Ich gehe mal davon aus. Nein, wir wissen es. Glöckle steht. Da werden wir auf jeden Fall essen. Und ich hoffe, dass die Aribert-Schmitz-Eisbude steht. Sie wird mit Sicherheit stehen. Und da werde ich heute eskalieren. Oh mein Gott. Wetter 15 Grad und ab 14 Uhr trocken. Sieht nicht ganz danach aus, aber es soll leicht bewölkt sein. Wir sind gespannt und hoffen, dass wir trocken bleiben. Ich bin gerade müde. Auf geht's. Ich träume gerade. Boah, kann man auch nicht so lange auflassen wie du. Kettenkarussell hier im Hintergrund kostet heute 3 Euro. Was dieses Jahr auf jeden Fall neu ist, es gibt Fotoboxen. Also das haben wir so noch nie gesehen auf dem Send. Und hier steht noch eine, die zweite, die wir jetzt schon sehen. 3 Euro. Ich weiß nicht, kriegt man ein Foto? Wir gucken mal. 3 Fotos. Inklusive... Online ab. Ne, 3 Fotos, ein Abzug, online, mit inklusive Online-Code. Aber man weiß nicht, wie der Hintergrund. Das ist wahrscheinlich der Hintergrund, oder? Naja, auf jeden Fall neu. Neuheit 2023. Muss jeder für sich selber wissen, ob die. Was ist das denn für ein süßer Baum da hinten? Was ist das für ein Fahrgeschäft? Da siehst du den Baum da? Sieht aus wie der echte Kral. Laserpix könnt ihr heute für 6 Euro fahren. Den Wellenflug von Wendler könnt ihr für 4 Euro fahren. Beim Kettenkarussell könnt ihr sogar kontaktlos mit Karte zahlen an so einem Automaten. Richtig gut. Das Entchenangeln macht jetzt erst auf. Und Spuk nimmt heute 6 Euro.
Unser erster Weg ging eigentlich direkt zu Glöckle. Ich habe wieder Schaschlik mit Pommes und Mayo. Und der Chris hat eine Curry-Frikadelle auch mit Pommes und Mayo. Also das, was wir immer essen, weil das einfach so unfassbar lecker ist. Und wo sitzen wir hier? Beim Glöckle Getränkestand. Wenn es regnet? Gibt es hier Heizung und Musik. Highway Number One für 3,50 €. Hinter mir kostet heute 3 Euro. Der Disco-Jet von Heidmann, der jedes Jahr steht, kostet 4 Euro. Der Breakdance von Bruch nimmt 4,50 €. Hab ich noch nicht geguckt nach dem Preis. So, jetzt habe ich nach dem Preis geguckt. Der Eurocoaster nimmt 6 Euro.
doubts like the playing cards close to my chest. Turn them round for the river and hope it's... Rally Star, so wie viele Kinderfahrgeschäfte, nimmt 3 Euro. Geil, ey. Hier gibt es einen Coaster für 1 Euro. Wie damals der 1-Euro-Shop. Die kommen jetzt direkt 5 Tickets rein. Wie gefällt dir denn der Cent? Also der Herzen ist definitiv der beste. Gastronomische Auswahl, mega gut. Es gibt Döner, Gyros, Bratwurst, Pizza. Dann gibt es griechisches Gebäck mit Toppings. Und einiges mehr. Also bisher mega. Wie sieht's denn aus? War alle fit? Das wollt ihr noch mal? Lima kann man für 5 Euro fahren. Das ist Winter. Alles Lamme ist am Start. Ich nehme das Fahrgeschäft 360 Grad Adventure. Rainbow Truck kostet 3 Euro. Formel 1 nimmt auch 3,50 Euro. Ja.
mal für 4,50 Euro. Die Hände hier um die Hölle schenke ich in die große Hand, die kleinen Kopfhörster, das sind auf uns, soll aber nicht ewig tanzen. TikTok-Ideen, ne? Es macht das weiter. Was machen Sachen? Kumus Farm, 3,50 Euro. Heißt das Kumus Farm? Kumus Farm. Wie? Kumus Farm? Bon voyage, arrivederci, vi estate. Oh, mamma mia, gemütlich. Ein bisschen Chili-Milli machen, ein bisschen abhängen, oder wie? Ah, und drehen wir noch mal ein bisschen durch hier. Hey, 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 Abschluss, Baby! Die ultimative Looping-Maschine! Ich hol dir jetzt einen Grogu. So, ein Fahrgeschäft machen wir jetzt tatsächlich. Wir fahren nur mit Spuk. Chris hat mich eingeladen. Kann man, dann sagt man ja nicht nein, ne?
Kinder unter drei nicht geeignet, das sagt doch schon alles. Die Achterbahn-Elemente sind ganz cool, wir sind Spuk schon mal gefahren und da habe ich Chris schon gesagt, dass die sich einfach nicht lohnt. Aber er wollte ja nicht hören, wollte das nochmal fahren. Aber wenn man da so langsam an den Szenen vorbeifahren würde, wäre die ganz nett. Die ist immer noch ganz nett, aber mehr auch nicht. Ganz nett trifft es ganz gut. Man fährt echt viel zu schnell an den Szenen vorbei, also enttäuschend. 6 Euro, nö. Habe ich dir gesagt? Ja. Glaub. Hör auf, Mareike. Ja. Naja. Ich habe Mareike eingeladen. 12 Euro weg und 7 Euro für Grogu verballert. Hat sich jetzt schon gelohnt. Schatz, ihr Waldmeister. Nein, Spaß haben wir nicht. War gemein. Bitte schön. Darf sonst noch etwas sein? 2 Euro. Dann einmal 7 Euro bitte. Ja. Vielen herzlichen Dank. So, mittlere Portion für 3 Euro. Mareike hat die große. Für 4 Euro. Schokoglasur ist da immer kostenlos. Das ist einfach das Beste. Das Vanille, Himbeereis und Waldmeistereis sind aber die besten Eissorten ever. Ja, Waldmeister gibt es leider ganz, ganz, ganz selten. Ist eher so eine Sommersorte. Auf jeden Fall geil. Geil. Für uns einfach die schönste Kirmes, direkt am Schloss der Uni Münster. Favorite Kirmes, da kommt auch kein Kranke ran, auch keine Rheinkirmes. Für uns einfach Münster, schönste Kirmes in Deutschland. Ich sage voraus, die Frau hat eine Tassimo. Packung da stehen. Menschen hast du, die einfach mitten im Weg stehen bleiben, ohne Scheiß. Die hat seine Hand, die wollte was zeigen, hat mir voll in die Fresse gehauen. Wirklich. Das Kinderkarussell beim Breaker nimmt 3 Euro für eine Fahrt. Letzten Gruß einmal Zuckerwatte ergattert. 7 Euro. Aber ich wollte es haben. Teurer als die Tüte. Stehen im Eimer.
Zuckerwatte zwischen meinen Beinen. Hallo. Schu, 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 scha, scha, scha. Weiter weißt du nicht? Nee, gerade nicht. Ja, das war's. Wir sind einmal rum. Wir sind eigentlich viermal rum. Mehrmals. Es wurde so extrem voll jetzt auch gerade, aber verständlich. Schönes Wetter, Samstag. Und bester Cent für mich, wirklich richtig guter Cent. Gastronomische Auswahl ist mega gut. Fahrgeschäfte besonders mit Chaospendel, mit Steamer, mit dem Eurocoaster, der gar nicht einen Euro kostet. Ja, und Mareike musste für 7 Euro noch Zuckerwatte kaufen. Psst, ich mach das gar nicht. 7 Euro für Zucker. Naja, möchtest du noch was sagen? Mit Geschmack. Natürlich. Der schmeckt nach Erdbeer. Erdbeer. Das war der letzte Eimer. Erdbeermarmelade. Ich habe mich und das Auto mit Zuckerwatte vollgekleckert. Woher ist das? Ja, richtig, von King of Queens. Es war toll. Ich bin kaputt. Ich mag den Cent. Ich mag Glöckle. Ich mag Aribert Schmitz. Ich mag Zuckerwatte. Ich mag unsere Stamm-Schokobude. Da gibt es alles, was es für mein Herz begehrt. Ich bin zufrieden und glücklich. Seid ihr es auch, kommt und besucht den Zen und schaut euch das selber an. Ich mag Spuk nicht. Also Spuk ist okay, aber nicht 6 Euro wert. Naja, das soll es gewesen sein. Wenn ihr den Kanal noch nicht kennt, dann lasst gerne ein Abo da. Nächste Woche kommt ein Video, nämlich aus dem Thor Park in England, Nähe London. Und da gibt es das nächste Video unserer England-Tour. Und dann würde ich sagen, halt uns die Treue. Bis zum nächsten Mal, Mareike, nervt mich. Und tschüss. Tschüss. Übrigens, stopp. Wir wurden für Kirmes Van Moepel gehalten. Das muss ich jetzt nochmal sagen. Brauchen wir aber nicht. Brauchen wir aber nicht.